Herzlich willkommen bei Landwirtschaftssimulator 2013. Herzlich willkommen im Farming Shop und herzlich willkommen bei mir bei einer neuen Mod-Test-Folge. Ja, also erstmal, das ist das neue Shop-Money. Dein neuer Beta-Patch 4 fügt dieses neue GUI-Skin hinzu. Kann man natürlich deaktivieren unter Optionen. Heute testen wir den Fendt 309 LSA Turbomatic. Maximal PS 86 km/h, ca. 40 und die Unterhaltskosten liegen bei 58 € pro Tag. Ja, der Fendt 309 LSA der zweiten Generation wurde von 1987 bis 1991 gebaut. Ja, den Rest lesen wir jetzt mal nicht. Er kostet 17.420 €. Kaufen wir es mal. Ja, mit seinen, ja, alles hier, ne, alles schöne Beschreibung. Ah, genau. Und hier gibt es den gleichen nochmal. Fendt 309 LSA Turbomatic mit Frontlader. Wieder maximale PS bei 86. Ca. 40 km/h und die Unterhaltskosten bei 69 €. Beim anderen waren es 58. Ja, das scheint wohl der Frontlader zu sein. Ja, auch hier wieder diese Beschreibung und den kaufen wir uns für 19.588 €. Upsala. Ja, das war ein privater Spielstand. Nee, nicht nächstes Gerät zurücksetzen. Da waren wir. So. Das ist die Version mit Frontlader. Und das ist der ohne Frontlader. Okay. Dann starten wir das doch mal. Okay, also erstmal Licht. Licht. Ja. Blinker. So, dann fahren wir da mal eine Runde. Brumm. Hier ist es in Rom. Er sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, okay, an der einen oder anderen Stelle hätten sie es vielleicht noch ein bisschen schöner machen können. Aber im Großen und Ganzen geht er eigentlich. So. So, den lassen wir erstmal an. Dann gehen wir mal hier rein. Sind wir jetzt schon wieder drin? Wieder starten. So. Dann brausen wir hier mit auch mal eine Runde. Frontlader hoch. So. Ja, also wirklich, sie sehen nicht schlecht aus. Ja. Fan Turbo. Ja. Ah, hat schon was. So. Fahren wir den da auch noch eben schnell hin. Nicht wundern, dass die Lenkung immer wieder nach hier lenkt. Also, dass die so bleibt. Das ist, weil das Lenkrad angeschlossen ist. Ja. So. Stellen wir den doch da auch so hin. So, jetzt haben wir sie doch. Jetzt bleibt es aber mal stehen. Gut.
Ja, das sind sie. Ja, Download-Link in der Beschreibung. Also wird ihn mir mal runterladen. Ist ein schöner Mod, ein schöner Traktor vor allem. Ja. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Video, beim nächsten Mod-Test, was auch immer. Beim nächsten Let's Play sehen wir uns dann wieder, beziehungsweise hören uns dann wieder. Macht's gut. Ciao.